Driving. Oh, not more than 50 meters away, we've got two male lions closing the gap on Simba. And they look mean. They look really mean. They have this tight-lipped look when they're hunting. And that's exactly how the more mature of these two new males is looking just now. Let's move around, Dave, and catch up a little bit. I'm going to get the camera as well. Poor guy. He looks so stable, so secure. Definitely the king of his patch, and then it all looks so shaky so quickly when the competition moves in. Oh, watch your back, Simba, watch your back. There's no more than just a few meters between them now. Here we go. This is it. Go, Simba, run, boy, run. Der Rudellöwe aber hat sich zwei Jahre lang für seine Jungen abgemüht. Er wird unerbittlich für sie kämpfen. Er muss aber auch kalkulieren, inwieweit sich ein Kampf lohnt. So mancher Löwe wurde bei einem Übernahmeversuch getötet. Egal ob Verteidiger oder Angreifer. Diese beiden jungen Löwen haben es auf das Rudel eines prächtigen Mähnenlöwen abgesehen. Meist genügt die Überzahl der Angreifer, um solch ein Gefecht zu entscheiden. Weil Löwen mit tödlichen Waffen ausgerüstet sind, vermeiden sie meist, diese untereinander einzusetzen. Der Unterlegene wird einfach des Feldes verwiesen und in einer langen Hetzjagd aus dem Revier seines Rudels vertrieben. Mm-hmm.